Willkommen, verehrtes Publikum, zum inzwischen siebten Teil der Rekonstruktion der S10 von Märklin. Das kommt mir langsam vor wie so eine amerikanische Serie, die jetzt in die siebte Staffel geht. Die Helden werden immer müder, die Gegner immer schräger, die Drehbuchautoren, denen fällt nichts mehr ein und alle haben keinen Bock mehr, aber weil sie damit Geld verdienen, müssen die Sache irgendwie zu Ende bringen. So, und in Wirklichkeit sind alle der Sache inzwischen überdrüssig. So, ja, also ich bin auch der Sache inzwischen ein wenig leid. So, also, jetzt Blei. Ich habe hier angefangen, schon Blei einzukleben. Das sollte jetzt gerade... Läuft's, wird schief gerade? Nee, geht noch. Also, hat schon abgebunden, ja. Also, jetzt ist hier erstmal Blei drin. Bis zur Schnecke ist noch Luft. Und wir sehen, dass hier eigentlich auch noch Platz wäre für so eine Blöcke. Ob ich die tatsächlich brauche, weiß ich nicht. Denn ich kann hier noch reinmachen. Ich kann hier noch den ganzen Bereich ausfüllen. Hier unten ist ein Riesenloch. Also das alles dann tatsächlich noch zu füllen, das wird langwierig, extrem langwierig werden. Und damit werde ich mich jetzt befassen und dabei muss ja nun wirklich nicht die Kamera mitlaufen. Wurde wieder was Zeit schinden und da ich keine Werbung schalte, ist das egal. Es geht bei den groben Sachen dem Ende entgegen. Also ich habe jetzt hier oben, glaube ich, das habe ich schon mal gezeigt, das Blei auch nochmal ausgefüllt, habe hier hinten nochmal was reingemacht und beschliffen und mir dann einen Haufen Bleispäne in die Sicht geschaufelt und werde jetzt erstmal die Drähte anlöten und die elektrischen Verbindungen herstellen. Denn dann komme ich jetzt der ganzen Sache schon ein bisschen nahe. Ein paar Sachen sind mir noch unklar, wo ich zum Beispiel jetzt die Aufstiege für den Tender anbringe. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Minuten zeigen. Jetzt habe ich hier nur eine kleine Lasche gebaut, habe mit 1/4er Schrauben das Fahrwerk mit dem Tenderrahmen verheiratet, habe alle Drähte angelötet und jetzt wird es Zeit, die Maschine das erste Mal aufs Gleis zu stellen und mal gucken, was passiert. Es ist Freitag, der 18. März wahrscheinlich und ich musste nach den ersten Probefahrt versuchen, nochmal mein Tender zerlegen. Das war jetzt ganz eigenartig. Im zusammengebauten Zustand schaffte der Motor nicht, das ganze Fahrwerk oder die Maschine zu bewegen und drückte sich hoch, weil ich habe ja schon den Kabelbinder hier rausgeschnitten. Und habe wahrscheinlich dem Uwe nicht richtig zugehört, als er mir erklärte, ich müsste den Motor noch sauber einkleben. Aber es ist ganz gut so, weil die Polarität stimmte nicht. Also muss ich nochmal ändern. So, und dann, wenn ich jetzt mit dem Rahmen drauf hier versuchte, die Zahnräder zu bewegen, ging das unglaublich schwer. Tja, jetzt habe ich es auseinandergenommen. Und jetzt dreht es sich wieder total leicht. Läuft super. Also ob das an meinem Stromer, den man hier liegt, die ich hier gebaut habe, das muss ich jetzt rauskriegen. Also das ist jetzt echt irritierend. Weshalb ich jetzt ein bisschen verwirrt bin, ist, ich hatte das Fahrwerk ja jetzt ein paar Monate liegen und dann habe ich gesehen, dass ich Flugrost auf den Achsen hatte. Also die saßen irgendwie fest und bewegten sich nicht mehr richtig. Also auch das Seitenspiel klappte nicht mehr. Und irgendwie habe ich vielleicht in der Nähe dieses Fahrwerks, als es rumstand, mit Lötfett gearbeitet oder so, dass hier was war, ein bisschen angerostet, die Achsen. Also nicht komplett, aber es gab ein paar kleine Blüten schon drauf. Da auf sowas muss man natürlich auch achten, ja, dass man da nicht beim Spritzen irgendwas beschädigt. Diesen Effekt hatte ich nämlich schon mal bei der EG 540, da hat mir der Mario Menge das Fahrwerk der drei Lokteile gebaut. Und da müssen ja dann die falschen Kurbeln auf die Achsen aufgelötet werden. Das hat er gemacht.
Und dann stand es auch erstmal Jahre rum. Und die Lötflüssigkeit, die er denn benutzt hat, die hat auch dafür gesorgt, dass alle Achsen festsaßen. Aber mit viel Öl und Geduld habe ich die dann wieder beweglich gekriegt und die Lok läuft ja heute noch ohne Probleme. Ja, das dazu. Dann habe ich inzwischen auch beim Andreas Hoppert von Ostmodell meine Beschriftung bestellt. Habe mich zwar auch ein bisschen dusselig angestellt, weil ich wieder die Hälfte der Angaben nicht gemacht habe, wie es immer so ist. Und habe dann gefragt, ob ich es beim Wettbewerb verpeilter Kunde des Monats irgendwie eine Chance habe. Aber nee, ich bin wohl noch ein harmloser Kunde, der also so halbwegs weiß, was er will. Okay, jetzt baue ich mal wieder nochmal zusammen mit dem Oberteil und mal gucken, ob es denn wieder schwergängig ist, ob irgendwo was klemmt. Merkwürdig. Also es läuft eigentlich alles ganz leicht. Ich hatte jetzt nochmal mit Bremsenreiniger das ganze Fahrwerk ausgewaschen. Vielleicht war hier irgendwo nur ein Span drin, der jetzt im Öl super kleben blieb. Aber so, das dreht sich total leicht. Und die Seite eigentlich auch. Man sieht ja jetzt hier, ja, wie die mitarbeitet. Und hier haben wir mal einen kleinen kurzen Blick auf das andere Drehgestell. Das läuft total leicht. Also, mysteriös, mysteriös. Also ich baue es jetzt mal zusammen. Ohne Motor. Mal gucken, was passiert. So, jetzt hätten wir das montiert. Und für mich, es läuft trocken, das Getriebe. Und jetzt ist alles in Ordnung. Begreife ich nicht. Also ich habe es wieder mal den Kabelbinder drin gemacht. Und interessanterweise findet er hier noch Platz unter den Ausschnitten des Ballastgewichts. Vielleicht lasse ich den noch erstmal drin. Ja, also jetzt sieht alles gut aus. Ich bin verwirrt. Was sind es 13 Volt? Haben Sie runterfahren? So, bei 9 Volt. Ich werde jetzt mal ein mattes Stündchen so laufen lassen in beide Richtungen. Und dann mal sehen, also wie gesagt, laufen lassen, anschließend schmieren, mal wieder zusammenbauen. Ist ja jetzt nicht so schwierig, das Ganze. Und dann mal sehen, was passiert. Das sind so die Dinge, die mich dann manchmal auch irgendwo zur Verzweiflung treiben. Man findet den Fehler nicht, baut es auseinander, der Fehler ist weg. Also das mit dem Rost ist ja das eine. Das habe ich ja festgestellt. Dass also wirklich auf den Achsen hier unten sind ja Stahlachsen, ist ja nichts Besonderes, dass dort eben leichte Rostblüten waren und vor allem in der Nähe der Lager. Und das sind die Achsen, da sich nicht vernünftig bewegten, ja. Aber gerade diese Schwergängigkeit, also meine Stromabnehmer, gut, der macht auch nur ein bisschen Geräusche. Also am Stromverbrauch ändert sich nichts. Wenn ich den jetzt wegnehme. Doch an dem hier hinten, der verlangt etwa, naja, ein Hundertstel Ampere mehr. Der zieht jetzt 550 Milliampere, wenn ich das richtig sehe. Ja, 50 Milliampere braucht der Motor jetzt im Leerlauf. Und wenn ich den Strom, der wegmache, der ist vielleicht ein bisschen straff, den werde ich noch ein bisschen noch nachbiegen. Das ist ja immer so ein Spiel. Einerseits sichere Stromaufnahme verlangt eben gut anliegende Stromabnehmer, aber ein leichtgängiges Fahrwerk verlangt locker anliegende Stromabnehmer. Okay, die werden jetzt laufen. Ein Stündchen. So, wenn ich es anhalte, ja, geht es bis auf 600 Milliampere hoch, also Leerlauf ein Zehntel des Maximums. Okay. Also lassen wir ihn laufen und ich werde mich ja mal mit anderen Dingen beschäftigen, solange die ersten Stunden.
bricht das alles durch. So, verehrtes Publikum, willkommen zum letzten Teil der Rekonstruktion oder des Umbaus der S10-0 von Trix Märklin. Der Uwe Volkholz war so freundlich und hat sich des Tenders noch einmal angenommen. Und am Sonnabend kam jetzt der Tender zurück. Gut, er hatte meinen auch, den Original Märklin Tender hatte er auch nochmal, weil er was gucken wollte, ob der Antrieb von ihm da nicht auch reinpasst. Und hier ist ja dann die gut verklebte, wo ist mein Messer? Gut verklebte Schachtel. Und dann kann ich jetzt mit der S10 weitermachen. Wenn man an der richtigen Stelle anfasst, dann geht das doch auf. Okay, hier gibt es noch ein Zahnrad extra. Das werden wir dann nochmal ausführlich diskutieren. Ob das ein Ersatzteil ist oder nur zur Ansicht. Das, was ich kaputt gemacht habe. Ja, ich bin da bestimmt gut. Okay, da ist er. Also, alles schön leicht. Ich werde jetzt wieder beginnen, das alles zusammenzubauen. So, ich habe jetzt das Fahrwerk in den Tenderrahmen eingebaut. Habe jetzt noch eine Kleinigkeit hier geändert. Also das ist jetzt künftig hier mein Anschluss für das rote Kabel. Schwarz geht hier drüben drin und die beiden Motoranschlüsse löte ich hier vorne auf diese Leiterplatte. Und dass ich dann eben beim Trennen der Lok nicht am Motor rumlöten muss, sondern hier löten kann. So, ich musste den Motor nochmal drehen um 180 Grad. Weil der eigentlich bei der Originallok andersrum eingebaut war. Und um eben vorwärts, rückwärts gleich richtig zu haben. Man kann jetzt zwar auch umprogrammieren, aber warum? Okay, also jetzt wird das angelötet und dann fahre ich mit der Montage fort. Jetzt habe ich schon mal mein Rekonstruktions-, mein Umbaujahr aufgeschrieben. Dafür benutze ich diese Graffiti-Stifte, die hat hier der Poisentalbahner irgendwie benutzt, um Figuren anzumalen. Ich habe mir mal probeweise so eine Kiste gekauft und habe erstmal einen ausgepackt auf diese sehr schrille rosa, pink. Ja, also eine Frau würde die Farbe wieder besser beschreiben können. Ich kann das nicht. Also irgendein rosa. Und das brauche ich ja bei der Bahn überhaupt nicht. Benutze ich also, um Markierungen an meinen Fahrzeugen zu machen. Okay, weiter mit der Montage. Also mein aufgemotztes Gewicht drauf und dann mal gucken. Jetzt sehe ich, dass ich hier noch eine Menge Platz habe für Blei und auch hier noch Raum, da wo die Schwungmasse ist. Also da muss ich jetzt noch eine Platte reinmachen und auf diese Platte kommt dann auch noch ein bisschen Blei drauf und dann kommt die Kohlenladung. Also ich habe es jetzt, ja, kann ich noch ordentlich was drin machen. Gut, was fehlt mir noch? Natürlich ganz wichtig, ich habe noch keine Aufstiege. Also das Personal kommt gar nicht in die Lok rein. Hinten müssen noch die Laternen rauf, die Rangiertritte, die Aufstiege und der ganze Schmuck. Ich muss neue Schienenräume bauen. Also heute werde ich fertig. Ja, der Traum wird sich wohl nicht realisieren lassen. Gut, jetzt werde ich mich damit mal befassen und melde mich dann gleich wieder. Tja, meine Hoffnung, es einem einfachen Zusammenschrauben zu schaffen, ist es nicht. Ich stellte die Lok aufs Testgleis, dann knarrte die irgendwie. Dann hatte ich festgestellt, dass hier von der Schwinge, die war irgendwie beim Zusammenbau nach außen gerutscht.
jetzt lief sie dann ruckelig. Jetzt habe ich nochmal die Spurgrenze gereinigt. Da war ja ein bisschen Farbe drauf geraten. Meine Gleisanlage ist auch ziemlich mistig. Also, ja, bis jetzt noch nicht so zufriedenstellend das Ergebnis. Ich muss also noch viel, viel probieren. Und hoffentlich stoße ich da nicht jede Menge Farbe ab. Bei der S10 sind auch geringe Fortschritte zu vermelden. Ich habe also den Tender mit dem Wipplaberer-Fahrwerk, den habe ich erstmal beiseite gelegt, weil die Lok selber zu schwer läuft. Und habe, wie gesagt, jetzt das Tender-Fahrwerk ist von Fleischmann, das gehört zu der S10-2, da die ja jetzt nicht ganz vorne auf meiner Liste steht. Und habe erstmal das Wipplager-Fahrwerk da zugeordnet und zu dieser schwergängigen S10-0 das Fleischmann-Fahrwerk, aber mit dem schon dafür passend gearbeiteten Tender-Oberteil. Ich musste dann hier noch ein Blech einbauen, weil das irgendwie bei der Fleischmann-Lok wohl anders ist. Hab da noch Aufstiege, ja, die könnten eben länger sein. Tun wir mal so, als hätten wir es nicht bemerkt. Und hinten sind auch schon Lampen drin, die muss ich jetzt noch mit ein bisschen mit 2K ausfüllen. Und natürlich fehlt mir noch ein Gaskessel. Ja, und dann muss ich mal gucken, ich will sie jetzt nicht umdrehen, die Maschine, ob ich mit den Stromabnehmern vorne an der Lok, ob ich da mit der Feinregulierung noch irgendwas hinbekomme. Denn es wäre echt schade, wenn diese Jahre Arbeit, die ich da investiert habe, wenn die dann am Ende zum, wie ich schon sagte, zu einem Standmodell führen. Gut, jetzt lasse ich das erstmal trocknen. Dann gibt es hier noch die Beschilderung ran. Und ja, dann hoffe ich mal. Feelings S10. Es sieht so aus, als wenn ich in die letzte Runde komme. Also, ich habe jetzt den Kohleneinsatz reingemacht. Den muss ich jetzt noch mal ein bisschen absichern, ein bisschen verdichten und hier noch die Kleberreste rausnehmen, dass es problemlos sitzt. Und ich habe jetzt auch mit dem Sound rumgefummelt. Die Dampfschläge stimmen. Ich muss jetzt nur noch mit den Langsamfahreigenschaften ein bisschen rumfummeln, weil die sind im Moment noch unbefriedigend. Die Lok ruckelt ein wenig in Fahrstufe 1. Ja, Beschilderung ist ja da. Die könnte ich dann jetzt heute noch aufkleben und dann ganz vorsichtig optimistisch sind dann nur noch Kleinigkeiten, wie ich gerade sehe. Zum Beispiel vordere Schienenräumer, hintere Schienenräumer. Ja, weil der Fleischmann-Kunststoff so mürbe ist, die sind abgebrochen. Also das sind, naja, also doch nochmal ein ganzer Tag Arbeit. Aber sie läuft erstmal. Und die Fummelei jetzt mit der Feinstellung des Decoders, na, die frisst jetzt auch noch einige Zeit. Aber es sieht fast so aus. Sie ist immer noch schwergängig. Der Tender hat Mühe. Ohne Lastregelung fährt die Maschine erst bei Fahrstufe 14 von 28 an, wenn ich das mal so umrechne. Also der braucht ordentlich Saft. Und ich hoffe, dass dieser kleine Decoder, das ist ja nur ein Mikro, dass der die Stromaufnahme des Motors auch verträgt. Also, ja, Fragen über Fragen. Und deswegen, was ich mit der Anmerkung in dem anderen Video meinte, ich brauche um mich mal wieder einen Sieg, irgendeinen Erfolg hier. Es ist der 2. Juni. Eigentlich sollte heute der Manta zum Schweißen, aber der Werkstattmann, der ist noch mit irgendeinem Jaguar im Verzug und da hat er mich versetzt. Also habe ich Zeit für meine S10. So, da fehlen ja vorne noch die Schienenräumer und jetzt habe ich hier ein Blech gebaut. Also das ist aus 0,1er Kupferfolie. Erstmal in der Mitte gefaltet und jetzt habe ich hier das runtergeschmissen und jetzt werde ich hier so die Schienenräumer so auflöten und dann hinter die Pufferbohle kleben. Das ist also wieder Filigranarbeit und ja, ärgerlich, dass das mit dem Schweißen nicht geklappt hat.
Und zum TÜV muss ich heute trotzdem. Also mal sehen, wie viel Erfolg ich habe. Das wird der hintere Schienräumer. Also ich habe hier einfach Blechreste genommen und habe die jetzt verlötet. Und die werden jetzt noch entsprechend gebogen. Dann kommt hier noch die Stange durch. Und dann wird das Ganze hier so hinten eingelötet. Und dann passt das schon ganz prima. Nun ist seit den Aufnahmen, die bis eben zu sehen waren, fast ein Jahr vergangen. Und als ich jetzt neulich bei meinem Kanal die Videos durchguckte, stellte ich fest, Teil 7, den gibt's ja gar nicht, den habe ich gar nicht fertig gemacht. Und da habe ich gesucht und auf meine Festplatte und festgestellt, ja, das ist wohl der Stick bzw. der Chip, der dann kaputt gegangen ist. Okay, also, jetzt gibt es eine Lücke. Und die fertige S10 wurde schon mal im Einsatz gezeigt, aber noch nicht wurden die letzten Arbeiten beschrieben. Und das will ich jetzt nachholen. Geplant war ja für die S10 dieser Tender hier. Also mit dem von Uwe Volkholz konstruierten Fahrzeug mit WIP-Lagerlaufwerk. Und den hatte ich auch an meiner Märklin S10 dran. Dann zeigte sich aber, dass die Maschine zu schwergängig ist und ein Tender ohne Haftreifen da chancenlos ist. Zudem sind die Räder von Schwarz, die hier drin sind, die sind irgendwie ein bisschen glitschig. Also das ist sowieso immer ein Problem. Und dann wollte ich mich aus zwei Gründen nicht weiter mit befassen. Hier ist ja nochmal ein Blick unter die Haube. 421, meine Güte, ist das schon wieder lange her. Denn ich habe ja hier noch meine andere Traumlok, die S10, den Drilling von M&F. Da komme ich ja nicht weiter, weil es derzeit keine preiswerten, akzeptablen Sounddecoder gibt. Und um die Maschinen fertig zu kriegen, wurde dann ein ganz normaler Fleischmann-Tender benutzt. Das glaube ich auf dem letzten Video schon gesehen. Und dann habe ich die Maschine soweit komplettiert. Also der Tender ist ohne weitere Probleme übernommen worden. Ich habe die Beschriftung, die ist von Ostmodell, habe ich die angebaut. Ich habe dann übersehen, dass ich bei dem Tender hier noch die Zierlinie habe. Die muss ich noch ein bisschen abdecken. Habe bei dem neuen Tender auch den Kohlenaufsatz hier, den Holzkasten runtergenommen. Habe hier Kohle angemacht, wie auch bei diesem hier. Hier sieht man, dass ich auch oben noch die Seitenwand ein bisschen geschwächt habe. Das habe ich bei dem leider nicht gemacht. Dadurch wirkt die ein bisschen massiver, wenn man sie mal jetzt vergleicht. Ja, und dann gab es eben noch einen ganzen Haufen Nacharbeiten. Hier unten mit den Stromabnehmern, die wollten denn nicht so richtig. Und dann bremste die Maschine noch mehr. Dann habe ich hier die in der Mitte dann nochmal bearbeitet. Habe hier noch andere Sachen verändert. Hier noch ein Draht angelötet, damit das Drehgestell mit Strom abnimmt. Also das war eine ganz schöne Tortur. Und irgendwann war es dann soweit, dass die Lok fertig war. Und es gibt ja dieses eine Video, wo die 17008 schon fährt. Außerdem war sie auch schon auf dem Fremo-Treffen in Stürmtal. Da hatte sie allerdings auch ein paar Probleme. Einerseits gab es ein furchtbares Knarren, Knatschen, Jammern. Und das war dann letztendlich einfach bloß fehlendes Öl hier am Vorlaufradsatz. Das war schon irritierend. Ich dachte, da ist sonst was. Hinten im Tender irgendwie ein Problem, aber war nicht. Sie hat dann auch noch ein paar kleine farbliche Akzente bekommen. Auf dieser Seite sieht man sie vielleicht, also wie gesagt, nur Akzente. Hier leichte Laufspuren. Hier zum Beispiel habe ich die rangemacht. Ich habe dann noch an den Teilen hier ein bisschen farblich abgesetzt.
Und auch hier in mancher Ecke ist noch ein bisschen Dreck, wie hier hinter der Griffstange, wo der Kutscher eben nicht so richtig rankommt. Oder der Heizer, je nachdem, wer auf welche Seite macht. Hier noch ein bisschen Wasser unter dem Deckel. Also sie ist dann fertig gewesen. Es gab dann noch ein paar Probleme. Kurzschlüsse hier unten, weil die meine Sandfallrohre, oder so eine elende Fummelei, weil die dann doch was berührt haben. Und als ich das dann alles fertig hatte, lief es mit Sound. Ist also ein schönes Modell geworden. Und nun hoffe ich mal, dass in nicht allzu ferner Zeit der Drilling ähnlich erfolgreich wird und mein Herz erfreut. Ja, ich bin eigentlich gierig, dass das weitergeht, aber es ist mir derzeit nicht gegeben. Bei der Maschine fehlt noch etwas, nämlich hier ist schon der Schienenräumer ist abgefallen. Beim Fremo-Treffen hätte ich mir jetzt noch ankleben sollen. Das ist, man sieht ja die Spuren hier, das ist ab. Und dann gab es noch ein seltsames anderes Problem, das ich mir nicht erklären kann. Wenn ich beim Fahrbetrieb den Fred einstecke, schaltet der Decoder immer um auf Falschfahrt. Keine Erklärung. Seltsam. Der Tender, der hinter der Maschine hängt, ist eigentlich der falsche. Vom Wasserkasten her schon, aber die Drehgestellbauart, das ist die schwere amerikanische mit diesen Bügeln hier, da gehörte eigentlich der andere Tender ran, der in der Märklin-Maschine original war. Also da hat Märklin das richtig gemacht. Der ist ja eigentlich von der P10 und das ist ja ein späteres Baujahr. Also ist der Tender für die P10 auch korrekt. Ja, und was ich jetzt noch machen muss, Kolben, Stangen, Schutzrohr, die müssen noch ran. Hatte ich auch irgendwo schon gefunden, weiß im Moment wieder nicht, wo die geblieben sind. Und wenn ich die wieder gefunden habe, dann werde ich die noch reinstecken und dann ist die Lok tatsächlich soweit fertig. Ja, schönes Modell geworden. Ich bin zufrieden. Und im Vergleich zu der Märklin-Maschine macht sie richtig was her. Gut. Das soll es dann dazu gewesen sein. Und das wäre jetzt hier der letzte Teil zu dieser sehr schön gewordenen S10-0. Obwohl S10-0 keine korrekte Bezeichnung ist. Und wenn man sich daran erinnert, was ich alles gemacht habe, dann war das ein Haufen Arbeit. Die Radsätze hat Larry Schulz überarbeitet, neu bereift. Ich habe beim Rahmen die Öffnung aufgemacht, ich habe den Antrieb ausgebaut, ich habe das Drehgestell ersetzt, Radschutzbleche eingebaut, ein Innentriebwerk eingesetzt, den Kessel komplett neu zugerüstet. Also im Grunde genommen habe ich von dieser Maschine nicht viel verwendet. Weiterverwendet habe ich Führerhaus, Kessel, Zylinder, obwohl die zu kurz sind, die Radsterne, einen Rahmen, das Drehgestell. Ja, und das war es eigentlich schon. Mehr ließe sich, naja, doch hier, und davon auch noch ein paar Teile, wo ein Teil habe ich ersetzt. Kuppelstangen noch, die Treibstange, ja. Das ist dann doch nicht so viel. Angetacht der Tatsache, dass ich 70 Euro für die Maschine bezahlt habe, durch den Sturzschaden, war das eigentlich okay. Aber jetzt soll es das wirklich gewesen sein. Vielen Dank, verehrtes Publikum, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Projekt.